It's 3-2 magic, right? Okay.
Okay, wir haben Jan gegen Nick Strat. Game 4. Jan konnte Game 3 für sich entscheiden. Wird es ein Reverse 3-0? Es wäre nicht das erste, was wir heute sehen. Auch nicht das erste, in das Jan involviert ist. Ich hab's mit Haupt. Let's go, Domme. Oh, und er kriegt das Edge Guard nicht. Oh, und da kommt eine Dash Attack. Das müsste der Stock sein. Oh, und das ist der Stock. Let's go. Alex ist es. Alex hat's mitgenommen. Okay, Nick Strat mit einer schönen Schild auf Backer. Und noch eine Backer. Erwischt Jan beim Recovern, Allah. Ja. Ah, nice. Bob, Panik und Marley haben schon eigentlich. Oh, es sind Oh, es wird easy. Ist da noch eine? Gar nichts mehr. Genau. Oh, zwei noch. Die wird bei uns gerne getrunken. Ja. Vielleicht sollten wir Alex Geld dafür geben. Oh, da wollte er den Rest, das Rest-Setup mit, der mit dem Up-Tilt bekommen. Einfach Oh, schöne Dash-Attack und er erwischt ihn nicht mit der Recovery, aber jetzt schon. Und dann kriegt er ihn. Er kriegt ihn nicht, er tradet. Und Nick Strat überlebt und Jan ist fast nach oben raus gestorben, weil Falcons Abbi, Falcos Abbi macht erstaunlich viel Knockback. Also es ist wirklich verrückt. Man unterschätzt manchmal, wie doll das Knockback von Falcos Abbi ist. Dafür hat er halt keine Flammen drumherum, das ist sein Trade-off sozusagen. Aber Jan hier weiterhin in der Führung. Man unterschätzt ja immer gerne die Recovery von Falco, egal Okay, gucken wir, ob Nick Strat seine Back-Air bekommt. Für die hat er gerade gefischt, aber jetzt sieht er sich natürlich frontal. Aber jetzt wieder, oh, er geht gar nicht für die Back-Air. Er will gar nichts riskieren. Er will nicht offstage gehen, er will sich nicht aus dem Double-Jump erwischen lassen. Er spielt es sauber runter. Er geht lieber Center-Stage, schießt vielleicht einen Laser. Und da hat er die Back-Air dann bekommen von Center-Stage aus, damit halt nichts passiert, natürlich. Und ja, es ist tot gleich. Oh, shit. Und Jan hätte da, er ist, glaube ich, für einen Up-Throw gegangen, aber hat den Grab gewifft und dadurch wurde er gescheint. Und naja. Das sind die Prozente, die dann am Ende des Tages vielleicht sogar das Match bedeuten könnten. Gucken wir mal. Oh shit, oh, der Pound. Ja, Jan macht in letzter Zeit sehr viele Pounds. Das ist wirklich interessant. Weil er kommt auch gut damit durch manchmal. Oh, Dash Attack. Oh, ah, der kriegt das Edge gerade nicht. Ja, Nick Strat ist auf der Kantenhöhe und geht für die Kante. Jan hat zwar einen guten Prozentvorteil sich erkämpfen können, aber Puff ist halt sehr schnell tot. Vor allem auf der Stage hier. Das ist halt die kleinste Stage von allen. Deswegen ist er im Prinzip schon in Killprozente. Oh, Nick Strat riskiert diesmal. Schönes Mix-Up. Schönes Mix-Up. Er hat die letzten beiden Stocks nicht riskiert und jetzt hat er es wieder getan. Und, oh, und er geht für die Kante. Jan covert die Kante nicht. Ist auch schwierig, mit Puff die Kante zu covern, ehrlich gesagt. Er kommt von der Kante. Er kommt von der Kante. Oh, schöner Airdodge von Jan, der Nair entgangen, weil nach der Nair wäre vielleicht noch ein Schein gekommen. Aber jetzt, oh, das sieht gut aus für Nick Strat. Nick Strat holt sich eine immer, immer größere Führung. Jan müsste hier halt wirklich, also er müsste den Stock so schnell wie möglich ziehen. Oh, da hat er die Shy Guys gehittet. Aber es war eher ein Sweet Spot. Und wenn Jan das Game gewinnen will, dann muss er halt so schnell wie möglich finishen jetzt und dann muss er auf jeden Fall auf jeden Fall schlafen, genau. Weil der Rest ist dann on the table und das ist, worum es geht. Aber das ist das Set und Jan ist raus. Dritter Platz. Ist nicht drin, Leute.